In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr V-Brake-Bremssystem richtig einstellen können. Das V-Brake-System besteht aus einem Bremshebel, einem Bowdenzug, auch bekannt als Bremszug, und zwei Bremsarmen. Durch das Ziehen des Bremshebels am Lenker wird der Bowdenzug gespannt und die Bremsbeläge werden von beiden Seiten zu den Felgenflanken gezogen. Die Bremsschuhe berühren die Felge und das Fahrrad wird gebremst. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Position des Bremshebels korrekt einstellen und was zu tun ist, wenn trotz Ziehen des Bremshebels keine Bremswirkung erzielt wird. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie die Bremsarme korrekt ausrichten, wenn diese schleifen oder einseitig ziehen. Um Ihr V-Brake-System perfekt anzupassen, ist zuallererst wichtig, die Hebelposition und Griffweite richtig einzustellen. Dazu verdrehen Sie die Stellschraube mit einem Inbusschlüssel so weit, dass der Hebel kurz vor dem mittleren Fingergelenk steht. Der Hebel sollte bei normaler Sitzposition genau in der Flucht der Unterarme liegen. Kommen wir nun zum Einstellen der Bremse. Um die Bremskraft ein wenig zu verbessern, reicht es oft schon aus, die Stellschraube am Bremsgriff etwas weiter rauszudrehen. Reicht diese Feinjustierung jedoch nicht aus, um die optimale Bremsleistung zu erreichen, muss man die V-Bremse direkt einstellen. Gehen Sie zuerst sicher, dass die Bremshülle und der Bremszug nicht beschädigt sind. Sonst müssen diese nämlich ausgetauscht werden. Ist alles in Ordnung, gehen wir weiter zu den Bremsschuhen. Hier ist vor allem wichtig, dass die Bremsschuhe korrekt auf der Felge aufliegen, parallel zueinander ausgerichtet sind und dass sie nicht zu abgenutzt sind. Sind die Kontrollrillen auf den Bremsschuhen nicht mehr erkennbar, müssen diese ausgetauscht werden. Sind die Bremsschuhe jedoch nicht korrekt ausgerichtet, muss dies korrigiert werden. Lösen Sie dazu die Inbusschraube. Richten Sie den Bremsschuh aus, ziehen Sie die Bremse und ziehen Sie anschließend die Inbusschraube wieder fest. Wiederholen Sie den Vorgang danach auf der anderen Seite. Kommen wir nun zum Ausrichten der Bremsarme, dem Einstellen der Bremse. Wenn trotz Ziehens des Bremshebels keine Bremswirkung erzielt wird, ist die Zuglänge zu groß und muss eingestellt werden. Lösen Sie dafür die Stellschraube, drücken Sie die Bremsarme zusammen und lassen Sie circa die Breite einer Centmünze als Abstand zwischen den Bremsbelägen und der Felge. Ziehen Sie danach die Stellschraube wieder fest. Einstellen der Federspannung. Wenn die Bremse schleift oder einseitig zieht, muss die Federspannung eingestellt werden. Zum Einstellen der korrekten Federspannung dienen die kleinen Einstellschrauben unten am Bremsarm. Prüfen Sie zuallererst, auf welcher Seite die Bremse schleift. Schleift die Bremse auf der linken Seite, müssen Sie die Federspannung auf der linken Seite erhöhen. Drehen Sie dazu die Federspannungsschraube am linken Bremsarm etwas hinein. Der Bremsarm bewegt sich weg von der Felge. Prüfen Sie zwischendurch die korrekte Federspannung durch Betätigen der Bremse. Sollte die Bremse auf der rechten Seite schleifen, müssen Sie die Federspannung auf der rechten Seite erhöhen und auch hier die korrekte Federspannung durch Betätigen der Bremse zwischendurch prüfen. Ist Ihre Bremse korrekt eingestellt, bewegen sich beide Bremsarme synchron und die Bremse schleift nicht mehr. Perfekt, Ihr Bremssystem ist wieder wie neu. Viel Spaß beim Durchstarten und sichere Fahrt! Bergsteiger. Fahrräder, die bewegen.